Hallo, mein Name ist Gabi Bastian, ich bin die Schulleitung der Kleinestler-Schule hier in München. Heute habe ich euch ganz viele Spiele mit dem Seil mitgebracht, und zwar für Grundschulkinder 1. bis 4. Klasse. Also das Einzige, was ihr braucht, sind bunte Seile, wenn es geht, und natürlich eine motivierte Klasse. Wir spielen unterschiedliche Versionen, also das heißt, es geht erstmal los mit ein bisschen Gewöhnung ans Gerät, auch verschiedenste Organisationsformen. Und dann werden wir uns ein ganz klassisches Spiel, das Schwänzchenfangen, anschauen. Genau, viel Spaß! Ihr Lieben, heute habe ich euch Seile mitgebracht. Darf sich schon mal gleich jeder eins rausnehmen und entknoten. Genau, da habe ich extra einen Knoten noch für euch eingebaut, dass die Finger schon mal warm werden. Gut, wir starten. Ihr seht hier schon mal das Spielfeld, die Hütchen markieren das. Ihr macht das Seil auseinander und erste Aufgabe, nimmst einen Knoten in die Hand und steckst dir den Knoten hinten bitte in deinen Hosenbund rein. Okay? Wer von euch hat einen Hund? Ah, was muss man machen, Laura, mit dem Hund? Ganz oft Gassi gehen. So ähnlich machen wir das heute auch. Das heißt, wir haben eine neue Form vom Gassi gehen erfunden. Wir haben den Hund hier mit dabei und der möchte natürlich unsere ganze Turnhalle kennenlernen. Ja, weil der ist ganz neu. Hast den auch ganz klein bekommen? Als relativ, genau. Und da muss man ja erstmal alles erkunden, was es da so gibt. Und das machen wir mit unserem Hund auch. Das heißt, wir sind jetzt einfach mal unterwegs und los geht's. So, mit dem Hund Gassi gehen, überall gewesen sein. Wenn ein anderer uns entgegenkommt, der auch mit seinem Hund gerade Gassi geht, achten wir drauf, gell? Wir dürfen natürlich nicht auf den Hund draufsteigen. Sondern wenn da gerade einer kommt, dann steigen wir da schnell drüber. Genau. Und ihr nutzt den ganzen Raum. Auch hier bis nach vorne, bis zu den Hütchen, überall mal gewesen sein. Gut. So, wir sind ja ganz kreativ. Schauen wir mal. Wir drehen uns mal um. Wir wollen nämlich den Hund jetzt anschauen, während dem Gassi gehen und gehen mal rückwärts. Und weitergehen, aufpassen, dass man mit keinem zusammenstößt. Genau, da schulen wir jetzt die Anpassung ans Gerät. Erst das Kennenlernen. Auch ein bisschen Anpassung an die Gruppe und Orientierungsfähigkeit. Und ihr dürft wieder vorwärts weitergehen. Gut, nächste Aufgabe ist, ihr versucht mal über so viele Hunde drüber zu steigen, wie ihr nur könnt. Und los geht's, zählt mal mit. Eins und zwei, auf geht's, komm. Wer hat aufs erste 10 Mal, aber nicht draufsteigen, nur drüber. Merkt man jetzt schon, kleiner Wettkampfcharakter und die Gruppe ist eng zusammen. Und dann wieder rausgehen, bis in die Ecken mal durchschnaufen. Laura, macht nichts, wenn der Hund verloren gegangen ist, einfach wieder die Leine mit anpassen. Gut, und dann schnappt sich mal jeder, so ist es nämlich, wenn man Gassi geht, da findet man einen Freund vielleicht und dann geht man mit dem mal Gassi und hakelt sich einfach mal unter. Jeder schnappt sich einen Freund. Laura, komm, hier zwei. Hoppala, dreh sich um. Genau, und wir schauen jetzt mal, dass unsere Hunde schön nebeneinander laufen. Genau, aber wir machen auch ein paar Kurven. Und wenn ein anderes Gassi-Paar uns entgegenkommt, dann lächeln wir natürlich freundlich und können auch mal winken. So, hallo. Genau, und dann ist vielleicht auch mal da eine Doppelhundeleine und über die steigen wir auch drüber, wenn da mal was kommt. Genau, wir suchen uns immer mal wieder jemanden. Ja, und passen aber auf, dass wir nirgends draufsteigen. Sehr gut. Und dann verabschieden wir uns wieder von unserem Partner und gehen wieder alleine Gassi mit dem Hund. Gut. Und mal Stopp. Das hat schon super funktioniert. Du darfst deinen Seilknoten wieder rausnehmen und machst das Seil jetzt so lang, dass wenn du die Schlinge in den Hosenbund steckst, dass die Knoten ein bisschen den Boden berühren. Genau, Jana, du bist relativ groß, du musst ein bisschen schauen, dass das passt. Guck mal nochmal auf deinen Schuhpantel, dass das eine Ende nicht ganz zu. Genau, passt es? Sarah, du musst vielleicht noch ein bisschen weiter rausnehmen. Wunderbar, gut. So, die nächste Stufe ist ein bisschen sportlicher. Ja, das heißt, wir sind jetzt wieder unterwegs und ihr habt ja schon gemerkt,
Die Hunde waren da quasi am Boden. Jetzt haben wir die eine Stufe höher eingebaut. Jetzt versuchen wir, den ganz vorsichtig auf den Schwanz zu steigen. Ja, natürlich nur berühren. Okay, so. Das heißt, was muss ich tun, Eva, damit die Laura dir nicht hier hinten auf den Seil, auf die Seilknoten? Muss sich so wegdrehen. Aha, man muss sich wegdrehen. Jetzt bin ich gespannt, was ihr da alles so für Lösungen findet. Eine wichtige Regel gibt es natürlich, man muss immer in Bewegung sein. Weil ich habe das Spiel schon mit ganz vielen Kindern gespielt und da gibt es so ganz Schlaue, die stellen sich einfach an die Wand und dann ist es natürlich total sicher. Ja, also stehen bleiben gilt nicht, ihr seid immer in Bewegung. Okay? Wir spielen es mal in unserer ganzen Turnhalle hier. Und los geht's, auf geht's. Wer schafft es, hinten auf die Seilenden? Wenn es rausgefallen ist, steckst es einfach wieder in deinen Hosenbund rein. Genau. Okay. Ja, da hat man jetzt ein bisschen Ausdauertraining schon und noch mehr Anpassung und Reaktionsfähigkeit. Und mal stopp. Ja, hervorragend. So, merkt ihr schon, ihr müsst ein bisschen mehr schnaufen, oder? Wird es anstrengend langsam? Da müssen wir noch eine Steigerung einbauen. Du siehst ja jetzt hier unsere ganze Turnhalle. Jetzt machen wir die ein bisschen kleiner. Ich bin jetzt hier der Straßenwärter. Ja, hinter mich darf niemand laufen. Das heißt, ihr spielt jetzt nur in dem kleineren Spielfeld. Jeder wieder startbereit, da leer. Schnappt bloß die Schlinge. Andersrum, Schlinge, das ist immer ganz wichtig, weil das könnte ja jetzt sein, wenn ich die Schlinge unten habe, dass jemand dann hängen bleibt. Ja? Bei den Knoten ist es nicht schlimm. Okay? Sind wir alle bereit? Okay, ich 10 mal von 20 runter. So lange bleibt ihr bitte in Bewegung. Auf die Plätze, fertig, los. 20, 19, gleich wieder reinstecken. 18. Sarah, du hast keins mehr. Schauen immer, ob noch die Hundeleine da ist. 15. 14. Genau, perfektes Spiel. Jetzt auch hier für Ausdauertraining. Die letzten 10, komm, bleib in Bewegung. Bis zu mir dürft ihr spielen. Und natürlich auf dem engen Raum noch mehr Anpassung an die Gruppe. Ja, mit wilden Gruppen vielleicht lieber in der großen Turnhalle spielen. 3, 2 und mal stopp. Okay, kommt mal zu mir. Jetzt würde mich mal interessieren, legt doch mal eine Hand auf euer Herz, ob da jetzt was passiert. Spürt ihr das Herz bumpern? Ja? Mir spürst es? Mehr wie vorher? Ja. Und vom Schnaufen neben mir, die Jana. Also, was passiert da? Wir trainieren ein bisschen unsere Ausdauer. Also, damit du vielleicht bei der nächsten Bergtour mit Mama und Papa dann allen voraussausen kannst, bist du nämlich immer schneller wie alle anderen. Ausdauer bedeutet einfach, dass Herz und Lunge gut miteinander zusammenarbeiten können. Und je häufiger man das macht, desto stärker wird das Herz wie ein Muskel. Ja, das kann besser arbeiten. So, schnaufen. Oh. So, nächste Stufe kennt ihr vielleicht schon, weil ihr irgendwo im Verein seid, du nimmst mal dein Seil und nimmst es vierfach. Und du steckst dir jetzt wieder das Seil in den Hosenbund. Das Spiel heißt Schwänzchen fangen. Wer kennt denn das schon von euch? Ganz viele. Johanna, wie spielt denn ihr das immer? Dass man durch den Raum läuft und man muss versuchen, von so vielen wie möglich das Schwänzchen zu fangen. Und das, was man gefangen hat, darf man sich selber auch hinten in den Hosenbund stecken. Und die anderen, die behältst in der Hand. Also ich kenne es so, dass man alle hinten reinsteckt. Alle hinten reinstecken. Okay, dann machen wir doch das mal. Wer kennt es noch so wie die Johanna? Sarah, okay, gut. Dann machen wir jetzt mal Variante 1. Das heißt, du schnappst dir die Schwänzchen und dann hast du eben ganz viele. Du hast quasi fast einen Umhang vor lauter Seilen. Vielleicht schauen wir mal, wer die meisten sich schnappen kann. Okay, und los geht's. Ihr könnt wieder im ganzen Raum spielen. Wenn du keins mehr hast, schnappst du dir einfach ein neues, wenn es geht. Alle Kinder sind in Bewegung.
Die Kinder, die kein Schwänzchen mehr haben, versuchen ein neues zu ergattern. Genau. Aufpassen, gell? Und mal stopp. Oh, 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 oh. Da gibt es ja welche. Sarah, zwei Stück hast du dir geschnappt. Jana, zwei grüne. Okay, erkennt man nicht. Gut. War anstrengend? Ja, schon. Genau, macht es so, dass jeder wieder eins hat. Wunderbar. Wer kennt, vorher haben sich so viel gemeldet, wer kennt noch eine andere Form vom Schwänzchen fangen? Halt mit in der Hand halten. Mhm, okay, dass man quasi die in der Hand hält. Das wäre jetzt natürlich so, dass dann die anderen Kinder keins klauen können, gell? Dann habe ich vielleicht noch mehr. Wenn man seins dann weggenommen hat, dann darf man... Dann muss man nachladen. Genau. Okay, du dann, wir haben noch eine andere Variation, die habe ich euch mitgebracht, die kennt ihr vielleicht noch nicht. Es gibt hier, wie bei einer Bar, ja, ihr kennt es vielleicht von euren Eltern, wo man hingehen kann und dann holt ihr euch vielleicht eine Limo oder irgendein Eis, ja, und ich habe hier nämlich eine Seilbar. Also jeder, der sich ein Schwänzchen geschnappt hat, ein Seil geschnappt hat, bringt es zu mir hier an die Bar und wer keins mehr hat, holt sich einfach nochmal eins. Ja, und dann guckt man mal, wie viel ihr unterwegs seid. Hat jeder wieder eins? Genau. Gut, dann würde ich sagen, es geht los. Im ganzen Raum nochmal unterwegs sein. Genau, kriegst gleich wieder eins. So, diese Version hat den Vorteil, dass die Kinder gar nicht sehen, wer hat die meisten Schwänzchen. Alle sind gleich. Alle sind in Bewegung. Es gibt niemanden, der ausscheidet. Die letzten vier. Schnell noch mal einen schnappen. Drei oder von der Bar holen. Zwei. Eins. Und mal stopp. Boah, ich als Barkeeper war jetzt schon ganz schön gefordert. Da sind schon viele gekommen. Habt ihr viele ergattern können? Ja, schon, oder? Wer war an der Bar alles? Alle. Eva, du warst nie an der Bar. Da hast du schon ein neues dir geschnappt. Also, das ist meine Lieblingsversion. Ich weiß nicht, kennt noch jemand die Version, wo man dann, wenn man kein Schwänzchen mehr hat, auf der Bank sitzen muss? Dalia, du kennst die. Und wie ist es, wenn man dann da sitzt? Langweilig, genau. Drum spielen wir das natürlich nicht. Ja, das ist ja logisch. Uns geht es ja darum, dass ihr die ganze Zeit rumsausen könnt, weil man sitzt ja in der Schule eh schon so lang. Und dann ist vielleicht mal gut, wenn man richtig sausen kann. Okay, gut. Das wäre jetzt mal so die Spielform-Variante zum Schwänzchen fangen. Und ich denke, das können wir vielleicht nächste Woche gleich nochmal spielen, oder? Was glaubt ihr? Okay, danke fürs Mitmachen.